Ein herzliches Grüß Gott heute an Drei König zur Segnung von Weihrauch, Kreide und dann von unseren Häusern, genommen aus dem alten Rituale. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Name des Herrn sei gepriesen, von nun an bis in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Lasset uns beten. Nimm an, o heiliger Vater, von mir, deinem unwürdigen Diener, diese Gaben, dich zu Ehren deines heiligen Namens und zum Ruhme deiner erhabenen Allmacht demütig darbringe. Empfange sie, wie du das Opfer des gerechten Abel angenommen und wie du einst die gleichen Gaben aus den Händen der drei Weisen entgegengenommen hast. Ich beschwöre dich, Geschöpf des Goldes, des Weihrauchs und der Myrrhe, durch den allmächtigen Vater, durch Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und durch den Heiligen Geist, den Tröster. Weichen soll von dir aller Trug und alle List und alle Bosheit des Teufels. Sein Mittel des Heiles den Menschen gegen die Anschläge des Feindes. Wer dich im Vertrauen auf den göttlichen Beistand in seiner Wohnung, in seinem Hause oder überhaupt um sich hat, der soll durch die Kraft und die Verdienste unseres Herrn und Erlösers und durch die Fürbitte seiner heiligsten Mutter und Jungfrau Maria und aller, besonders aber der Heiligen, welche am heutigen Tage durch die gleichen Gaben Christus den Herrn verehrt haben, von allen Gefahren der Seele und des Leibes befreit werden und verdientermaßen alles Gutes genießen. Unsichtbarer, unendlicher Gott, durch den heiligen und ehrfurchtgebietenden Namen deines Sohnes bitten wir flehentlich deine Güte. Flöße diesen Geschöpfen des Goldes, des Weihrauchs und der Myrrhe den Segen und die Wirkung deiner Kraft ein, damit die, welche jene Dinge bei sich haben, vor jeder Gefahr der Krankheit und Verletzung sicher sein. Allen Krankheiten des Leibes und der Seele mögen sie entgehen. Keine Gefahr soll Gewalt haben über sie, sondern freudig und wohlbehalten sollen sie dir in deiner Gemeinde dienen, der du lebst und herrschest in ungeteilter Dreieinigkeit, als Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und der Segen des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab über diese Geschöpfe des Goldes, des Weihrauchs und der Myrrhe und bleibe für immer. Amen. Jetzt folgt die Segnung der Kreide. Herr und Gott, segne diese Kreide, auf dass sie den Menschen zum Heil gereiche und gewähre durch die Anrufung deines heiligsten Namens, dass alle, die davon genießen oder damit die Namen deiner Heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar auf die Tür des Hauses schreiben, durch deren Fürbitte und Verdienste Gesundheit des Leibes und Rettung ihrer Seele gewinnen. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Es folgt nun die Segnung der Wohnung, der Häuser. Friede diesem Hause und allen seinen Bewohnern. Aus dem Morgenland nach Bethlehem die Weisen kamen hin, den Herrn in Demut anzubeten. Reiche Gaben brachten sie aus ihren Schätzen dar. Das Gold dem großen König, Weihrauch für den wahren Gott, für sein Begräbnis Myrrhe. Halleluja! Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von all dem Bösen. Von Saba kommen alle, Gold und Weihrauch bringen sie. Herr, erhöre mein Gebet
und lass mein Rufen zu dir kommen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Lasset uns beten. O Gott, wie du am heutigen Tage deinen eingeborenen Sohn durch die Führung des Sternes den Heiden geoffenbart hast, so lass uns, nachdem wir dich schon aus dem Glauben erkannt haben, durch deine Güte dereinst zur Anschauung deiner Herrlichkeit und Größe gelangen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, denn er lebt und herrscht mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes, als Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Freu dich, Jerusalem, juble, dein Licht ist erschienen, die Herrlichkeit Gottes ging über dir auf, Jesus Christus, dem Schoße der Jungfrau entsprossen. Wandeln werden die Völker im Strahl deines Lichtes, im Glanz deines Aufganges die Könige alle. Die Herrlichkeit Gottes ging über dir auf. Lasset uns beten. Segne, o Herr, diese Wohnung, dieses Haus. Gesundheit möge darin wohnen und Heiligkeit, Tugend und Selbstvertrauen, Demut, Güte, Sanftmut, Milde und Menschenfreundlichkeit, Gesetzestreue, Gehorsam und Dankbarkeit gegen Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Und dieser Segen bleibe über diesem Hause, über dieser Wohnung und über diesem Raume, wo ihr jetzt seid, über alle, welche dort aus- und eingehen. Komme herab die siebenfältige Gnade des Heiligen Geistes durch Christus unseren Herrn. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.